Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Wild Hearts. Jo, anscheinend ist hier irgendwie unsere Zutat fertig. Ich will doch in einem Stück nach Hause kommen. Genau, ich wollte aber eigentlich nicht sprechen. Genau, Zutaten sammeln. Sehr schön. Getrocknetes, gewürfeltes Fleisch im Besitz. Wunderschön, traumhaft. Ja, jetzt könnten wir hier weitere Zutaten trocknen, um dann nochmal neue Gesundheitsversorgung. Oh, was ist denn das hier? Oh, das ist nice. Da unten, was man da bauen kann. 10% Crit-Chance. Jo, ich baue das jetzt mal, wenn es geht. Genau, ich kann es jetzt beginnen. Einmal habe ich sie noch dabei für die nächste Jagd oder so. Genau, und so können wir dann mal starten. Für die heutige Folge, was geht jetzt hier ab? Hier könnte ich eventuell was verbessern. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, mehr Natur hier. Ne, machen wir mal noch nicht. Für die heutige Folge habe ich eigentlich geplant, dass wir mal genau uns andere Dinge anschauen. Und zwar folgendes. Wir haben ja hier, oh, da sollen wir irgendwie hin und das Kleidding da, das Seil da bauen. Ich würde gerne mal ein bisschen rund kommen und dann, ja, verschiedenste Sachen hier, was ist das da, vergrößern. Also da sind wir mal vorbeigelaufen, da habe ich dann mal anscheinend einen Turm gebaut, ne. Ja, dass wir mal da rumlaufen und dann, genau, da ist ein Turm, dass wir mal rumlaufen und die verschiedensten Dinge aufdecken, Türme bauen, hier diese Monster entdecken, dann diese, wie heißen das, Zahnräder oder was, dass man die finden. Ah, hier werden alle Materialien auch aufgelistet. Ah, das ist ja auch mal geil. Man sieht aber nicht, wo sie herkommen und so, ne. Die Zutaten, Talismane noch. Dann hier, wie wir equipped sind und wie, was für ein Damage wir machen. Ah, und welche Monster man mit welcher Waffe gekillt hat. Das wird hier auch angezeigt. Richtig nice. Zweimal mit dem Bogen, einmal mit dem Langschwert oder sowas, ne. So, da haben wir noch das hier, Informationen. Und irgendwo, genau, gibt es auch noch so ein Bestienbuch. Das haben wir jetzt hier. Blütenschwänzchen. Dann hier unser Zederngeisel und der Flora-Grunzer, der uns dann mal weggeballert hat. Ah, und da wird auch auf der Karte angezeigt, wo der ungefähr rumgebrettert ist. Wunderschön. Ja gut, alles klar. Und dann gibt es wahrscheinlich noch weitere Infos. Genau, sowas. Zederngeisel. Was habe ich denn für eine Waffe? Ich glaube Terra oder sowas, ne? Es hat eine Zweier. Ah, sieht man auch Kopf, wo er anfällig ist und so. Solche Sachen. Ja, das muss man dann sich dann auch mal reinziehen. Der ist zum Beispiel jetzt überall anfällig und auf dem Kopf ganz krass anfällig. Und fast alle Waffen sind massiv wirksam gegen ihn. Also alle Schadensarten und so. Das hat also ganz klar, ganz klare Monster Hunter Vibes, ne? Die kommen hier ganz klar raus. Und oben sehen wir dann unsere Zahnräder 1, unsere Kemeno Münzen 779 und ich glaube Gold mit 4600. Ich glaube, das sind so die Hauptwährungen. Ja, und diese Zahnräder, die haben wir halt bekommen, wenn wir da von ihm noch ein bisschen die Dinger gesammelt haben, ne? Mehr von ihm oder so. Wo ist er dann? Tsukumo, so. Ich habe ein schlechtes Gefühl, weil nee. Ich werde mit euch gehen, wenn ihr ich wollte eigentlich hier mit Tsukumo irgendwas machen. Wie ging das noch? Achso, das ging ja hier, genau. Aufwärmen. So rum. Dass wir nochmal ein bisschen klarer kommen, genau. Und hier konnte man den Begleiter verbessern. Und umso mehr Begleiter ich finde, bekomme ich diese Zahnräder. Oben sieht man es, ich habe 2 von 50 anscheinend. Achso, es wird dann doch zusammengezählt. Ne, oben ist die Gesamtanzahl. Kann ich das dann zurücksetzen? Erlernte Fähigkeiten. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ah, hier Gesundheitsverstärkung und was weiß ich. Ja, und dann hier das Heilung. Tsukumo-Anpassung, Heilung. Also dann ist er schneller wieder auf den Beinen und so, aber dass er halt mehr Damage macht und so ein Kram. Also das wäre zum Beispiel jetzt absolut sinnvoll, mal kurz durch die Lande zu brettern. Einfach mal kurz die Mission ignorieren und wir laufen einfach mal so durch die Lande. Gucken mal, was abgeht, sammeln mal ein paar Dinge ein und jo, versuchen mal, jo, hier können wir die Handhabung der Waffen. Eventuell kann ich ja gleich wieder mich zurückporten. Das Brüllen des Kemono kam aus der Richtung von Minat. Es muss das Rapsfeld erreicht haben. Jo, das ist mir jetzt mal gerade egal. Wenn ihr Sorgen um eure Ausrüstung macht, schadet es nicht, kurz zum Lager zurückzukehren. Gibt's Falldamage oder so? Keine Ahnung. So, wie gesagt, ich ignoriere jetzt mal für den Moment ganz kurz den ganzen Kram. So, und irgendwie wurde mir in die Kommentare geschrieben, dass man den Bogen auch genau so aufladen kann.
Ah, danke für den Tipp. Das habe ich irgendwie vercheckt. Ist eigentlich logisch, ne? Oh, 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 oh. Ich krieg Stress, ich krieg... Warum kommt ihr eigentlich mit? Ne, du sollst jetzt nicht mitkommen. Tsukumo. Achso, ne, ist Tsukumo und Natsumo, oder wie die heißt, ne? Gut, ne. Ich will eigentlich noch ein paar andere Dinge kurz erledigen. Aber komm mit, vielleicht kannst du mich beschützen oder sowas. Können wir hier noch Fleisch mitholen und so. Da vorne haben wir ja damals diesen Begleiter gefunden. Können unser Essen... Ja, oder andere Dinge hier noch sammeln. Ah, genau, die Kristalle sind auch wichtig, um... Wo hatten wir die gebraucht? Ah, die hatten wir auch für irgendwas gebraucht, weiß ich nicht mehr genau. So, hier hatten wir den Begleiter gefunden. Ich würde gerne noch Begleiter finden, Lagerfeuer und halt die Dinge aufstellen. Das wäre ganz geil. Weil ich halt eben nicht genau weiß, wann die Demo endet. Ich konnte das jetzt nicht genau rausfinden. Kann sein, dass es endet... wenn wir hier Minato erreicht haben. Ich werde das in der nächsten Folge probieren. So ist es nicht. Aber diese Folge möchte ich jetzt mal dafür nutzen, so einen Kram hier zu machen. Gehen wir mal hier rüber. Hier haben wir auch, glaube ich, einmal gekämpft. Was ist mit dem Ding da? Oh, was war das? Farnschweifgecko. Aha. Das war, glaube ich, was Seltenes, oder? Würde ich fast behaupten. So, bleib mal ganz locker. Du hast, glaube ich, mal... Ich glaube, du hast besseren Loot mal gegeben, so Kekemo-Münzen. Stimmt, das wollte ich eigentlich machen. Ich wollte eigentlich die Waffe noch vorher. Also mir eine neue Waffe bauen, bevor wir loslegen. Aber egal. Und diese 2 von 50 kleine Schuppe kriegen wir von dem. Was ist das hier eigentlich? Nix. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ich habe es vergessen in all dem Eifer. So, hier kann man was aufstellen. Das ist Quatsch, was ich da gerade mache. Was macht er da? Was macht er? Ja, wenn ich dafür Zeit verschwende, dann wird das heute nichts mehr. So, jetzt komm, geh mal hoch. Da ist irgendwas zum Ernten oder so. Ab, LT abbauen. Ja, und da fallen wir runter. Traumhaft. Was war denn das jetzt? Oh Gott. So, abbauen. Ging das jetzt so? Ah so, kann man einfach mitnehmen. Ich wollte nur mal gucken, was da oben noch ist. Heilwasser und anderen Kram. Herzstein. Ah, ah, cool. Drachenschlund. So, hier können wir jetzt auch so eine Base aufbauen. Ah, dafür haben wir die Kristalle gebraucht. Da sehen wir es jetzt. Kleiner Nebelkristall. Und jetzt können wir hier das Karakuri erwecken. Jo, alles klar. Und jetzt könnte ich zum Beispiel auch hier ein Lager hinmachen. Und hier wäre ja manchmal auch so ein Gegner, wenn ich das richtig gecheckt habe. Ich mache jetzt mal so ein Lagerfeuer. Lagerfeuer war Portmöglichkeit, oder waren das die Zelte? Irgendwas war... Machen wir einfach mal ein Lagerfeuer hier hin, was soll's. So, aufwärmen. Genau, da konnte ich ja die Missionen starten auch. So, klebriger Schwindler. Da sieht man auch immer, was man bekommt. An Bonus-Loot und so. Die Herzsteine waren ja auch gewissermaßen wichtig. Ich möchte mal gerade gucken, wie ich porten kann. Mit was hängt das zusammen? Könnte ich jetzt hier hinreisen? Nee, ne? Ich kann nur an die Zelte reisen. Lager im riesigen Baum reisen. Und da ist Ruinen in der Taverne reisen. Ja, da haben wir das wohl gemacht. Moment, dann mache ich noch ein Zelt hier hin. Also Zelte sind dann wohl relativ wichtig, würde ich sagen, oder? Einfach so, was es rumlaufen und so angeht. Das nervt nämlich kolossal dann. Oh, der Drachenschlund ist nicht mächtig genug. Achso, dafür müsste ich eine eventuell ausbauen. Oder hätte müssen andere Dinge hier hinbauen. Was hat das jetzt hier gekostet? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Wie sehe ich das jetzt? Achso, nee, gut. Ich hatte nur 13. Und ich bräuchte 37, um so ein Lager aufzustellen. Ja, wahrscheinlich genau aus dem Grund halt. Aber so ein Türmchen könnte ich hier aufstellen. Okay, Monster suchen könnten wir hier. Was? Also nee, es kostet 15, da bin ich bei minus 5. Ach so, deswegen. Okay, alles klar. Ne, also wäre es schon sinnvoll, diesen Drachenschlund eventuell zu verbessern. Auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, was ich da verbessert. Hier, Wasser, Warklau. Oh, und unten das auch. Komm, dann machen wir das. Das ist, glaube ich, beides relativ wertvoll. Da geht es dann auf 22 hoch, aber da haben wir gar nichts davon. Gut, so kann man halt dann die Lager verbessern und kann dann rein theoretisch da andere Dinge hinbauen, wie zum Beispiel jetzt ein Türmchen, was uns Behemoths oder Monster erspäht. Dann machen wir das so. Alles klar. Suchen nach Monstern und los geht die Party. Und irgendwas hat er da schon erspäht. Ah, 75 Meter hier weiter.
So, gut, holen wir uns das noch mit. Was hat er jetzt hier spät? Ganz kurzer Moment. Ah, genau, ein Blütenschwänzen, ein Zederngeisel, der hier rumbrettert. Ja, gut, alles klar. Ist schon nice gemacht. Absolut nice. So, gehen wir einfach mal weiter in der Hoffnung, noch irgendwelchen sinnvollen Kram zu finden. Wie gesagt, Begleiter wäre nice und Tsukuma, dass wir da weiter vorankommen, weil dann könnte ich sehr, sehr einfach, ja, auch mal so, ah, da ist so ein, genau, nochmal so ein Gecko. Und anderer Kram und Faden, okay. Nee, weil dann könnte ich relativ einfach, was will ich eigentlich sagen, zum Beispiel auch kleine Viecher dann mal farmen. Kleine Monster, wenn ich halt hier... Ah, das sind nochmal die Geckos. Alles klar, immer schön mitnehmen. Weil natürlich ich viel stärkere Begleiter dabei habe, könnte den ersten Boss da immer ganz easy umfetzen. Ist dann gar kein Problem. Da ist irgend so eine Schlange oder so. Jo, haben wir jetzt auch mal mitgenommen. Alles klar, wo bin ich denn hier jetzt? So, wo wäre dann das nächste Ding? Hier haben wir mal was gebaut. Gut, es wird ja eigentlich immer... auf der Karte relativ stark angezeigt. Wie kann ich das jetzt markieren? Ne, will ich gar nicht. Ich wollte es eigentlich markieren. Naja, egal, wir werden es schon finden. In der letzten Folge bin ich ja am Schluss da einfach vorbeigerannt. So, nochmal ein Stab, Kronenviper. Also man kann alles Mögliche in der Gegend mitnehmen. Finde ich auf jeden Fall schon mal relativ nice. So, wie kann ich denn das jetzt markieren? Zielort festlegen. Ist direkt vor mir. Gucken wir mal, wie der Fall Damage aussieht. Der ist nicht da, ne? Ja, war das direkt vor mir? Bin ich gerade bescheuert? Was ist gar nicht direkt vor mir? Bin ich doof? Hier. Ach. Ja, ich habe den falschen Pfeil mir irgendwie angeschaut. War dämlich. Ja, jetzt kommt eh storytechnisch wahrscheinlich irgendwas mit dem Gebrüll da, mit diesem Gorilla-Affen, was weiß ich, Felsaffen. Oder irgendwas anderes Nerviges. Gut, ich könnte rein theoretisch, wir sind hier gerade eh am Startpunkt. Wir könnten auch mal ganz kurz hier nochmal ins Lager reisen. Nein, ins Lager reisen. Genau. Jetzt ist die ja auch wieder da. Und jetzt könnten wir vielleicht ganz kurz mal noch eine Waffe bauen. Hier Schmiede verwenden. Bist du da? Eine Waffe schmieden. Mal eine andere Waffe zu mitnehmen. Irgendwas Schnelles. Bauen wir eine neue Waffe hinzu. Und zwar... Ah, jetzt könnte man auch andere Bögen bauen, die man dann anders skillt. So ist es gemeint. Okay, alles klar. Ah, hier haben wir so einen Schirm. Hier haben wir einen Hammer. Eine schnelle Waffe vielleicht. Hier haben wir das Großschwert. Das Katana haben wir schon gesehen. Hm. Jo, ich baue mal einen Hammer, oder? Bauen wir mal einen Hammer. Hammer schmieden. Jo, können wir machen. Und den kann ich jetzt auch wieder da irgendwie verbessern. Hier mit grausam und dann könnte ich trotzdem nebendran weiter skillen. Kritische Treffer. Jetzt mache ich das mal so, wie wir es zuletzt nicht machen konnten. Ich baue zuerst mal das. Müsste mich jetzt da irgendwie Gold kosten. Genau, jetzt wird beides freigeschaltet. Und wenn ich das jetzt hier baue, wird da irgendwie schwächer. Flinke Finger. Was auch immer das bedeutet, könnte wichtig sein. Na, da will er aber auch heftige Materialien für mich. Machen wir jetzt mal nicht. Also machen wir das hier wieder. Nochmal 100 Gold. Und dann fragt er mich, ob ich so irgendwas übernehmen will. Genau. Und seht das, jetzt kann ich da irgendwie den Skill noch mit rübernehmen. So irgendwie war das. Ah, genau. Jetzt sieht man es hier. Sehr schön. Dann wird das so verbunden. Ah, nice. Das ist ja mal cool. Und was ist grausam jetzt? Fähigkeiten, Details. Ah, erhöht den Angriff. Plus 4. Hm, schön. Nice. Gut, alles klar. Das ist ja nice. So, jetzt haben wir mal einen Hammer am Start. Was kann der? Hammer wurde neu geschmiedet. Der kann so hämmern. Welch Wunder. Oh, er kann auch so einen coolen Move. Das ist geil. Und er kann so ein... Oh, so ein aufgeladener Wirbel. Das, oh, das wird Damage machen. Oh, das könnte eine gute Starterwaffe hier sein. Komm, mach den Hammer weg. Schön. Ja, da haben wir mal so ein bisschen Feeling für das, was hier so abgeht. Auch wenn ich das die ganze Zeit schon sage, aber jo. Jetzt könnte man halt diese ganzen kleinen Missionen da halt mal starten oder halt das erste Vieh da nochmal machen. Zum Beispiel jetzt noch 3, 4 Begleiter, Zahnräder finden. Es wäre schneller, wenn wir die wurzelige Felswand erklimmen können. Ja, ja. Vielleicht könnten wir ein Karakuri nutzen. Na ja, zum Hochspringen zum Beispiel. Ich laufe trotzdem jetzt mal hier vorbei. Ich würde gerne noch zu Kumas finden.
Begleiter, wie auch immer. Und Käfer und sonstige Dinge. Yay. Euch die Probleme unserer Stadt aufbürde. Nee, brauchst du gar nicht. Ich suche nur Dinge. Es ist beruhigend, jemanden wie euch an meiner Seite zu wissen. Ja, bleib ganz geschmeidig. Wir nutzen die Demo hier und die Vorabversion gut aus. Also denke ich, vielleicht sind andere da schon durchs Spiel gerusht, weil man wirklich in den 10 Stunden machen darf, was man will. Aber ja, ich denke auch, das hier ist mal interessant, das mal so anzugehen. So, da vorne hatten wir, wie gesagt, eine Map-Markierung gestellt. Oh, ich bin auch hier an einem Feuer vorbei. Ja, wenn nicht, machen wir das. Komm, das ist egal. Dort könnten wir auch ein neues Türmchen aufstellen. Hier ist bestimmt auch irgendwo noch so ein Begleiter, ne? Was jetzt? War das meine eigene Ausdauer oder was? Komm, hallo. Würmchen, Ding. Rotbär. Irgendwas. Hier ist 100% irgendwo so ein Begleiter in der Nähe. Da unten haben wir mal rumgekämpft. Da sind noch unsere Sachen. So, und jetzt könnte ich auch hier wieder das gleiche Spielchen machen. Drachenschlund berühren, aufleveln oder hier für uns gewinnen, wie auch immer. Genau. Jetzt könnte man das auch eventuell aufwerten. Auch nochmal Richtung Wasser. Jo, können wir machen. So, und da geht wieder nichts. Und da gucken wir mal, was wir Sinnvolles bauen können. Aus meiner Sicht sinnvoll. Eine Flugleine müssen wir später mal bauen. So, Lagerfeuer, Zeltplatz. Wie gesagt, Zelt ist wirklich zum Porten, ne? Und Leuchtfeuer für Missionen. Feuer für Missionen anzunehmen. Zum Bauen. Ja gut, ne, dann machen wir es so. Dann bauen wir hier ein Türmchen hin. Mal wieder. Und such nach Kemonos. Hier wird alles alles abgesucht. Ob das jetzt so viel bringt, ist die andere Frage. Da ist auf jeden Fall ein Fragezeichen oder so auf der Karte, ne? Aber das ist wahrscheinlich dort, wo wir hin sollen, ne? Ah, da hätte ich was im Wasser fangen können. Und irgendwie wird es auch gerade dunkel. Und da vorne ist die Ratte, ne? Da vorne ist die Ratte und da ist das andere Baumwesen da. Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, dass wir da viel schneller und öfter noch so Begleiterkram finden. Dass die hier rumchillen, überall. So, Fäden habe ich alle. Brauche ich nicht. Ich brauche keine Fäden. Hallo. Ja, aber das war bei Monster Hunter meistens auch relativ wichtig. Verhältnismäßig, also sich solche Dinge da einzukassieren und so. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, wo es mapmäßig weitergeht, wo wir besser hochbrettern da ist. Was ist das? Ah, so eine Zetangeißel. Bin ich gerade dort? Ich habe schon wieder es verpeilt. Ne, da bin ich ja. Da ist ja hier irgendwo ein Feuer. Genau. Ja, holen wir uns das Ding auch noch mit. Ich würde gerne noch einen Zeltplatz aufstellen. Das wäre ganz nice. Jo, bau das Ding mal. Und jetzt hier. Hier könnte man ein Zelt. Was hat das gekostet? Wollten die Kristalle von mir oder was wollten die? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wenn ich hier so einen Zeltplatz aufstelle. Ach ne, ja doch, Kristalle. Oh, das ist nervig mit dem Lagerplatz. Der kostet anscheinend immer 50. Gut, okay, das können wir uns mal merken. So, weiter geht's. Gibt mir noch irgendwelche Begleiterviecher? Ah, und das ist das dicke Schweinchen, ne? Wo wir auf die Mütze bekommen haben. Und hier ist nochmal einer. Sehr schön, da haben wir wenigstens mal einen gefunden. So, nochmal Zahnräder. 3 von 50. Ist das dann immer für die jeweiligen Gebiete oder ist das insgesamt? Weiß das jemand? So, und wo bin ich hier überhaupt jetzt? Jo, laufen wir mal hier so in die Richtung irgendwo hin, ne? Also klar, ich laufe gerade runter, das ist schon klar. Und nicht dorthin, wo ich es gerade hingezeigt habe. Aber trotzdem. Hier können wir auch irgendwelchen Kram mitnehmen. Ich kann halt noch gar nicht einschätzen, was holt man hier mit und was lässt man liegen. Und was ist generell irgendwie wichtig und was ist Quatsch und so. Laufe ich gerade zufällig Richtung Mission? Wäre auch mal lustig. Es ist auf jeden Fall krass vertikal, der ganze Krempel da, ne? Gut, es gibt, glaube ich, später noch Gleiter und so. Fall Damage, Fall Damage. Ja, kein Fall Damage, das ist gut.
Tsukuma ist unser Tsukuma. Ja, laufen wir mal hier hoch nochmal. Köterisch. Das ist doch mal eine Folge, oder? Laufen wir mal hier entlang. Komme ich aber auch nicht weiter. Nicht wirklich. Vielleicht hätte ich mich müssen doch auf der Map besser umsehen. Egal, wir laufen trotzdem mal einfach blöd weiter. Feuergebiet, da waren wir auch mal und haben dort rumgekämpft. Weiß gar nicht mehr, gegen welches Vieh. Gut, so viele Viecher haben wir bis jetzt ja noch nicht bekämpft. Aber wir sehen schon 4, 5 Stück. Und es soll ja 4 oder 5 Binome geben. Und da hätten wir schon ein bisschen was gesehen. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt jetzt. So, hier ist auch wieder so ein Feuer, ne? Achso, ne, ist ein Kristall. Okay. Vielleicht kann man das auch noch irgendwie... Ja, da ist noch ein Vieh vorbeigebrettert. Vieh! Vieh, bleib hier! Das ist auf jeden Fall anders wie bei Monster Hunter, dass die Viecher hier agil sind, dass die wegrennen. Keine Ahnung, wo das Ding jetzt hin ist. So, da ist nochmal ein Drachenschlund. Und da ist ein Tsukume, ne? Sehr schön. So. Und dann machen wir Folgendes. Hier könnten wir jetzt... Ja. Ach, Moment mal. Was soll das da überhaupt? Ah, da verändern sich gewisse Werte. Aber was soll das mit dem Grau unterlegten? Das verstehe ich nicht genau. Also wenn ich das jetzt baue und dann hier wird es aber irgendwie schwächer. Keine Ahnung. Habt ihr das gesehen? Also ist komisch. Seht ihr, es wird dann irgendwie weniger anscheinend. 25, Kapazität 130. Achso, ne, die Gesamtkapazität wird höher, deswegen. Ja, aber nur manche Werte werden höher. Genau, hier jetzt sehen wir es ja. 180 Gesamtkapazität. Und dann geht es jeweils noch 20 Punkte hoch und da ist die Gesamtkapazität, keine Ahnung, bei 200. Das stimmt eigentlich mathematisch auch nicht. Ja, aber deswegen wird der Balken dann geringer. Aber wie kann ich dann Kristalle noch hinzugewinnen? Dass ich da überhaupt so ein Zelt aufstellen kann. Vielleicht habe ich da auch noch irgendwas vercheckt. So, gucken wir nochmal kurz auf die Karte. Da ist das große, dicke Fragezeichen. Ja, hier oben könnten wir noch rumgehen. Ja, da haben wir zumindest mal viel entdeckt. Wenn auch nicht ganz das, was ich so wollte. Aber es ist krass, wenn jetzt überall diese Tsukuma da noch versteckt sind, da muss man sich schon gut umsehen, glaube ich. Bin ich mal gespannt. Und wie gesagt, ob das für die Gesamtmap hier gilt, die 50, oder also ob man die pro Map dann einsammeln muss, oder ob das alle insgesamt sind, keine Ahnung. Also im gesamten Spiel 50, ich habe keinen Plan. So, holen wir das noch mit. Hier waren wir jetzt auch noch nicht so häufig, glaube ich. Was sind das für Viecher hier? Jo, holen wir einfach mal alles mit hier. Es könnte wichtig sein, hier gewisse Loot-Materialien, die hier vielleicht gut abgreifbar sind. Hier ist bestimmt ein Tsukuma da oben. Tsukuma, ne, wie heißen die Dinger? Doch, Tsukuma, oder? Tsukuma, wo bist du? Wo bist du? Ich sehe keinen Tsukuma. Da oben könnten wir irgendwie weiter. Hm. Jo, machen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie agiler vorgehen müsste eigentlich. Jo, haben wir mal so ein bisschen was von der Welt gesehen. Was soll's? Kann man ja auch mal machen. Und da ist ein dicker Baum und ein geiler Schmetterling. Was? Einen Baum? Einen Brunnen bauen? Achso, okay. Gut, hier haben wir jetzt einen Brunnen gebaut. Und das, da können wir dann uns heilen, ne? Ja, genau. Da konnte man sich heilen. Ah, und da ist auch einer. Sehr schön. So. 4, also 50 haben wir. Das wirkt dann wohl so, dass es wirklich für diese Map hier gilt. Und hier geht die Party mal so richtig ab. Was ist denn da los? Kann man dorthin? Ja, da kann man hin. Locker. Es gibt aber keinen Fall Damage. Sehr schön.
So, machen wir mal die Frösche hier weg oder was auch immer hier abgeht. So, 21 Damage. Alter. So, sehr schön. Jo, geht steil. Kann man machen. Ist zwar ultra langsam. So, erlegen. Was gibt's hier? Ah, hier so Buff-Food-Kram. Das Ding hier pennt. Oh, sehr schön. Aha. Gut, das sind halt alles diese Anfangsdinger da. Ist ja nicht ernst zu nehmen. Wie gesagt, um Buff-Food so ein bisschen mitzunehmen oder sowas. Hier mal auch wieder Kristalle und so. Klar, wo unsere Hauptquest hinführt. Ich möchte eigentlich so zu Kuma. Zuma-Dingens. Geh mal hier durch. Geht nicht. Noch eine fette Schlange mitnehmen. Und noch anderer schöner Kram. Kristalle und so. Wunderbar. Was läuft denn da vorne rum? Ah, und da ist wieder einer. Sehr schön. Ja, das hat sich schon allein deswegen gelohnt, sage ich. Haben wir da eine krasse Begleiter gleich dabei. Dann mache ich da wieder Damage hoch oder sowas. Und dann kann der mal abgehen. So, das da. Ich mach mal hier das Super-Duper-Blick. Hier sind bestimmt noch so Zukuma-Zuma-Dinger. Noch schöne Begleiter. Wahrscheinlich müsste ich irgendwie agiler vorgehen, agiler spielen, da irgendwie durch die Welt jumpen und so. Das ist dann später immer so ganz leicht von da, geht das dann von der Hand, da irgendwie mit der Seilbahn und anderer Krempel. Und was ist das jetzt? Ah, hier kann ich mich einfach aufwärmen. Achso, und da gibt er mal die Meldung, dass ich so ein Tsukuma da verbessern kann. Tsukumo, so heißen sie. Tsukumo verbessern, kostet nur 3. Okay, hätte ich nur 3 gebraucht. Unterstützungsform Heilung. Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich das mich heilen soll. Tsukuma, Anpassung, Heilung. Oder ob der einfach nur schneller auf den Beinen ist. Müssen wir dann mal sehen irgendwann. Hier plus 20% Leben. Das stimmt aber nicht. Plus 20 stimmt auch nicht. Keine Ahnung, was da abgeht. Oder mehr Damage. Ich wäre jetzt in der Form noch für mehr Damage. Machen wir mal. Ja, die Fäden gehen hoch und hier, dass er schneller Fäden fallen lässt, kann man halt auch skillen, rein theoretisch. Ja, wir bräuchten noch eins und dann könnten wir wieder Angriff hochsetzen. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Hier ist aber jetzt kein Drachenschlund, sodass ich hier ein Lager aufstellen könnte, ne? Wenn ich das dann richtig checke. Ist doch so, oder? Wo bin ich denn hier? Ah, da. Ah, da ist eh schon ein Lager. Da kann ich immer hinreisen. Okay. Also hier kann ich dann auch bauen. Waren wir hier mal? Keine Ahnung. Bauen wir hier mal ein Türmchen hin. Machen wir mal. Oh, habe ich die anderen eben überhaupt starten gelassen, dass die da nach Kemono suchen? So, so machen wir das. Ja, ich würde gerne noch einmal einen Kemono finden und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, wenn wir das dann jetzt schaffen, ich hoffe, das schaffen wir auch, in der nächsten Folge würde ich dann mit einem verbesserten Kemono einfach mal so die erste Jagd machen, dass wir mal so ein bisschen Feeling dafür kriegen. Also so könnte man sich das Spiel auch ein bisschen erleichtern, am Anfang die Kemono suchen, einen sinnvollen Begleiter dabei haben, der einfach gut Damage macht oder sowas, ordentlich unterstützt, vielleicht dann auch noch ordentlich geskillt oder sowas. Also, dann vielleicht mit Heilung, ohne Heilung, wie auch immer. Und da hat man da vielleicht schon einen gewissen Vorteil. Und könnte dann so in die ersten Kämpfe gehen. Sollte einem das Spiel doch am Anfang ein bisschen zu hart sein oder sowas. Wäre zumindest mal eine Idee. Was sage ich die ganze Zeit? Tsukuma oder Kemono? Keine Ahnung, ne? Also der Begleiter halt eben. Die Begleiter verbessern. Ja, irgendwie soll es noch so einen Gleitschirm geben. Da hinten ist bestimmt noch so ein Ding. Irgendwo hier. Oder so ein großes, böses Wasservieh. So, hier schwimmen wir mal gegen den Strom. Sind wir jetzt einfach nur 30 Minuten doof rumgelaufen? Sorry. Aber muss auch mal sein. Tsukuma. Ah, da ist doch einer. Sehr schön. Ich hab's doch gesagt. So, nochmal Zahnräder, alte Zahnräder entdeckt. Tsukumo. Ich sag immer Tsukuma. Tsukumo dann halt.
So, entdeckt. Wunderschön. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge hier an der Stelle weiter. Ich port mich zurück, mach diesen ersten Bossfight, den machen wir dann zusammen. Einfach nur mal mit dem Hammer und dass wir mal so ein Feeling dafür bekommen, wie viel stärker wir werden. Und dann machen wir, bauen uns vielleicht noch eine andere Waffe und gehen dann der Hauptstory mal weiter. So, dann Richtung Dorf und so. Ich möchte es ja jetzt nicht übertreiben. Jo, ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.